Einen wunderschönen guten Tag zur M9 Kalle Report. Ja, heute zum Tag der Deutschen Einheit. Könnt ihr euch natürlich sehr glücklich schätzen alle. Oder ihr könnt euch beglückwünschen. Weil ohne den Tag würde es den Kalle nicht geben. Dann würde ich hier nicht abhängen und euch versuchen zu bespaßen und mit Nachrichten zu versorgen. Dann würde ich wahrscheinlich immer noch im Osten abhängen. Und einen Trabi fahren, der jetzt vielleicht das Design von der Enterprise hätte mittlerweile, aber immer noch einen Zweitaktmotor drin hätte. Ja, und lange Rede, Doppelkinn, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. So, bevor wir jetzt anfangen mit der wilden Show hier, ganz kurz noch in eigener Sache, zieht euch die alte Bodybuilding-Schule rein. Nehmt an dem Gewinnspiel teil, weil das läuft noch. Dort könnt ihr den Freischaltcode gewinnen für die alte Bodybuilding-Schule. Ihr müsst 3 Fragen beantworten. Geht auf mein Instagram, dort seht ihr, was ich da von euch verlange oder was ich von euch möchte. Und dann viel Spaß und den Gewinner werde ich dann nächste Woche bekannt geben. Ist alles unten verlinkt und. Bleibt schön gesund. So, ziehen wir uns gleich das erste Thema rein. Und zwar am Wochenende war die Yamamoto France Pro Show. France, also nicht Franzbrötchen, sondern France. Ne, für die, die sich immer über meine Sachen lustig machen, inklusive meiner Wenigkeit. Dort gab es natürlich auch Gewinner. Das war im Schwergewicht der Patrick Johnson. In der Classic Physik der Wesley Wissers, der letzte Woche den 3. Platz belegt hatte. In der Men's Physik ist der Emil Walker. Emil Walker ist ein, finde ich besonders lustig, auch wenn es Men's Physik ist, aber er ist menschlich ein total geiler Typ. Ich habe den kennengelernt letztes Jahr und dieses Jahr bei den Pro-Shows, wo ich mit dem Emil unterwegs war. Total netter Kerl. Der feiert mich auch, warum auch immer, obwohl er gar nicht versteht, was ich sage. Total netter Kerl. Also das zum Emil Walker. Der hat dort gewonnen und hat sich qualifiziert für Mr. Olympia. Und bei den Damen war es die Bikini-Klasse, die dort an den Start gegangen ist. Und dort hat die Ottavia, oh Mann, Alter, was ist denn das für eine Scheiße schon wieder? Ich kann mir nicht mal 4 beschissene Namen merken. Maso, Ottavia Maso oder Maso hat dort gewonnen. Und herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Die sind jetzt, wie gesagt, die werden wir alle beim Olympia sehen. Und vielleicht auch noch erwähnenswert, der Anton Bipus, der hat den 6. Platz belegt im Schwergewicht. Also der schleicht sich da auch immer weiter nach vorne und drücke ihm die Daumen. Vielleicht sammelt er ja noch genügend Punkte, es sind ja noch ein paar Shows da. Vielleicht schafft das ja über die Punkte dann dort zu starten. Oder zumindest eine gute Visitenkarte dieses Jahr zu hinterlassen für seine Wenigkeit. Dass man ihn dann nächstes Jahr auf dem Schirm hat und weiß, da kommt noch was aus Deutschland, was mich persönlich sehr freut. Ich freue mich über jeden Schwergewichtler, der hier versucht, international durchzustarten. Ne? Wir werden sehen, wo die Reise hinführt. Betreuer ist Markus Rühl oder Vorbereiter. Und von dem Wesley Wissers, der kommt aus dem Team Kinzel, weiß ich zum Beispiel. Von den anderen benannten Gewinnern weiß ich es nicht. Ist mir auch relativ wurscht, ich wollte es nochmal gesagt haben. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar hat Team Androject verlauten lassen, dass der Androject noch nicht bei 100% war, sondern erst bei 70% bei seinen Shows. Und er das ganz große Paket dann auf dem Olympia darlegen möchte. Bei den letzten 2 Shows war ganz klar, da kommt keiner ran. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht die Verbesserung von der Tampa zur letzten Pro-Show gesehen, die er gewonnen hat. Wie gesagt, unangefochten gewonnen, aber die Verbesserung an sich habe ich dort nicht wirklich erkennen können. Wir werden sehen, ob das alles nur PR ist oder Tamtam oder Klappern gehört zum Handwerk, weil das gehört ja zu dem Game dazu, ist ja logischerweise richtig. Wir dürfen gespannt sein, was auf dem Mr. Olympia passiert, wie er sich dort präsentiert. Dass es ein Riesentalent ist mit einer Riesengenetik, da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber ich bin gespannt, wie die anderen 30%, die er noch reinstecken will, aussehen werden. Weil das wäre schon spektakulär, dann würde ich sagen. Ne? Schauen wir mal. Dann kommen wir mal zu einem lustigen Thema. Die GNBF hat einen Athleten positiv getestet. Namen werde ich jetzt nicht benennen, weil ich von den Menschen die Namen eh nicht kenne und mir auch gar nicht merken will. Ich für mein Verständnis bekomme es nicht in meinen Kopf rein,
warum man in einen Naturalverband startet und dann positiv getestet wird, egal auf was, ob er da nur schuld ist oder nicht, die Liste ist bekannt. Die verbotenen Substanzen kann jeder einsehen und wenn man da irgendwas nimmt, auf was positiv anschlägt, dann hat man halt Pech und dann hat man das nicht richtig gemacht. Andererseits zeigt mir das natürlich wieder, dass die Jungs versuchen auch am Limit zu arbeiten und wirklich oder müssen ja alles versuchen, um bestmöglich abzuschneiden in ihrer Klasse. Bloß wenn die dann tatsächlich positiv getestet werden, und das ist ja nicht der erste Fall, dann sollte man den ganzen Verband eigentlich mal in Frage stellen, was die da erreichen wollen. Nun soll man nicht alle über einen Kamm scheren. Sicherlich gibt es da immer noch so eine Gutmenschen, die den Saubermannsport versuchen zu fördern. Aber was ist Saubermannsport? Ne? Dieses Wort existiert für mich zum Beispiel gar nicht. Die zeigen ja auch mit dem Finger auf Leute wie mich oder Leute wie dich, die Steroide konsumieren, also die unterstützendes Bodybuilding betreiben. Was ist denn verwerflich daran, versuchen, das bestmögliche Ergebnis aus sich rauszuholen? Und wenn ich dazu Hilfsmittel nehme, dann ist das doch nur mehr wie natürlich, weil ich will doch das beste Ergebnis rausholen und nicht mit angezogener Handbremse versuchen, da irgendeinen Freizeitsport in meinen Augen zu machen. Naja, die machen ja auch Bodybuilding, die bewegen auch Hanteln, das ist aber alles auf einem komplett anderen Level. Nun unterscheiden wir natürlich in naturales Bodybuilding und in unterstützendes Bodybuilding. Warum man das mittlerweile tut, kann ich nicht sagen, ob die sich nur als bessere Menschen darstellen wollen. Ich finde es lächerlich, ist meine ganz persönlich ehrliche Meinung, da können sie mich auch wieder tothaten hier. Da scheiße ich auch einen großen Haufen drauf, weil ich stehe zu den Sachen, die ich gemacht habe. Und ich würde sie immer wieder so machen und auch jedem, der Weltspitze werden will und ein richtiges Format erreichen will, würde ich da sogar schon fast eine Empfehlung aussprechen, weil es ja nun mal nicht möglich ist und der menschliche Körper limitiert ist, weil der ist von Haus aus, von der Evolution her, darauf ausgelegt, Beeren zu pflücken und Blätter zu essen und mal 30 Meter zu rennen. Aber der ist nicht für Marathon ausgelegt, der ist nicht für was für Sachen ausgelegt, der ist auch nicht ausgelegt, extrem schwere Gewichte zu bewegen. Ne? Also wie gesagt, der ganze Saubermann-Naturalscheiß, lächerlich. Das wollte ich nochmal erwähnen, also da war wieder mal ein positiv getesteter Fall. Und das wird dann auch sicherlich in Zukunft nicht der letzte gewesen sein. Ich wünsche den Jungs trotzdem viel Erfolg, weil man kann ja auch in der Mickey Mouse Klasse bester sein. Und warum nicht, wem der Anspruch genügt, ist gut. Aber zeigt dann nicht immer auf den Finger mit Leuten, die das wirklich ernst nehmen und versuchen, das Maximum rauszuholen. 24/7 danach extrem nehmen. Also das ist meine Meinung dazu. So, die passt zwar nicht jedem, aber wie gesagt, drauf geschissen. Kommen wir zum nächsten Thema. Ganz kurz anschneiden. Herr Beleki will wieder Sport-Influencer werden. Nur mal so als Info. Ich werde jetzt da nicht weiter drauf eingehen. Vielleicht ist das so aus einer Laune raus entstanden. Wie gesagt, Junge, lass den Schnaps weg und dann vielleicht wird das ja mal was. So, dann hatte Lou Ferrigno sich mit 71 Jahren mal ausgezogen, er hat mal seine Form gezeigt, hat mal das T-Shirt hochgezogen und gezeigt, wie er mit 71 Jahren aussieht. Lieber Lou, ich finde das alles sehr, sehr lobenswert, dass du dem Sport treu geblieben bist und noch so aktiv bist. Aber am Ende des Tages, schön sieht es dann nicht mehr aus, wenn das aussieht, als wenn die Muskeln hinter einer Zellophanfolie oder irgendeiner Verpackung verborgen sind. So, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ich komme mal nicht auf die geistreiche Idee, sowas zu bringen und dann versuchen, meine Form zu zeigen irgendwann im Alter. Weil es ist einfach nicht mehr ästhetisch. Wie gesagt, es ist absolut lobenswert, dem Sport treu zu bleiben und da auch sein Ding zu machen, weil das ist ja nun mal ein Lifestyle. Aber man muss sich dann tatsächlich nicht mehr zeigen, bin ich der Meinung. Lou hat seine Zeit gehabt, jetzt ist er lange vorbei. Genauso wie bei mir. Also dem muss man sich dann stellen und nicht den Leuten auf den Sack gehen mit irgendwelchen Oberkörperfreifotos, wo das geteilte Lager sagt, oh geil, guck mal, wie der noch aussieht.
Weil die haben dann immer noch die Bilder im Hinterkopf von früher und der andere Teil sagt, oh, guck mal, ey, wie der früher ausgesehen hat und guck mal, was aus dem geworden ist. Ne? Ich meine, mit 71 sieht jeder scheiße aus, davon abgesehen. Und jetzt kommt mir nicht mit Einzelbeispielen, mit der lächerlichen Kacke hier. Das hat nichts mehr vor der Kamera zu suchen. Ne? Louis Ferrigno hat eine gute Karriere gehabt, sollte damit zufrieden sein. Sollte das genießen, was er erreicht hat in dem Sport. Und da war er ja mit einer der führenden Athleten seiner Zeit gewesen. Hat sich einen riesen Namen gemacht neben Arnold Schwarzenegger. Und war auch eine Konkurrenz für Arnold gewesen seiner Zeit. Was man ja auch erstmal bringen muss. Also, wie gesagt, aber hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hase gekriegt. Früher hat man auch Röhrenradio, so einen Kaiser gehabt. Heute ist das alles ein bisschen anders. Heute habt ihr euren Kalle hier und das soll es dazu gewesen sein, zu dem Thema. Kommen wir zum nächsten Thema. Ah, da haben wir ja noch ein richtig schönes Thema und zwar der Leonidas. Seines Zeichen einfach starker, gut aussehender Athlet, hat verlauten lassen, ob er es nur ernst gemeint hat, weiß ich nicht, dass er vorgebeugtes Rudern erst zufrieden ist, wenn er 400 Kilo schafft damit. Ne? Das ist natürlich schon eine Ausnahme, wenn man sich sowas vornimmt, aber man muss ganz klar dazu sagen, der Leonidas, der macht viele Sachen richtig, was das angeht. Er hat jetzt auch zum Beispiel mit 180 Kilo vorgebeugt 25 Wiederholungen gemacht, die man auch tatsächlich als 25 Wiederholungen erkennen konnte. Also das waren 1A-Dinger gewesen, für meinen Sachverstand. Gut, jetzt wird mir immer unterstellt, ich habe keinen, aber die Dinger, die waren wirklich gut gewesen. Wenn der mal richtig essen würde und sich mal die richtigen Supplemente geben würde, ich glaube, da würde doch tatsächlich noch einiges passieren. Aber ich glaube, der Leonidas, der ist da nicht so ambitioniert. Der will einfach einen guten Body haben und stark wie eine Sau sein. Finde ich auch gut. Auf alle Fälle die Kraftwerte, die er bringt und die Gewichte, die er bewegt, die sind schon ja, für die meisten Leute außerirdisch. Ne? Ich wünsche ihm alles Gute auf seinem Weg, vor allen Dingen verletzungsfrei. Das ist das Wichtigste in dem Sport für die Athleten. Und dann schauen wir mal, ob er seine 400 da irgendwann knackt. Ne? Wie gesagt, mein Segen hat er. Und das soll es dann vielleicht an der Stelle auch schon gewesen sein, weil die Woche ist nichts weiter Spannendes passiert. Genieß den Tag der deutschen Einheit. Bis dahin, peace and love and rock'n'roll. Euer Kalle. Nee, euer Lieblingskalle.